Der 12. Semperopernball versammelte zahlreiche Prominenz in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden und lockte tausende Zuschauer vor das Opernhaus, wo man das Ballgeschehen verfolgen und mitfeiern konnte. Der Wiener Opernball ist der größte Ball und das Beste in der ganzen Welt. Das ist keine Frage, aber der Dresdner Opernball ist sogar älter und wir wollten von vornherein anders sein. Denn schon die Balleröffnung dauert mehr als 2 Stunden, während derer zahlreiche Künstler auftreten und Prominente mit dem St. Georgsorden ausgezeichnet werden. Hier in Dresden ist natürlich ein anderes Programm gefragt und wenn man dem Sachsen den Villacher Fasching zeigt, dann wird es ja von was machen, dem Fernsehen. Wenn das eine genau gleiche Choreografie zu einem großen und bedeutenden Ball in Österreich wäre, würden alle sagen, was ist das für eine Kopie? Also jeder muss ein Stück seine Identität finden. Der St. Georgsorden bedeutet mir eine Menge. Also es ist auch der erste Orden, den ich wirklich verliehen bekommen habe. Ansonsten sind es immer Trophäen. Es ist ja, glaube ich, ein Dankesorden für den Freistaat Sachsen. Und ich denke, es hat schon auch damit zu tun, was wir mit unserer jungen Mannschaft für die Bürger hier in Sachsen getan haben. Wenn ich mir so die Preisträger des Abends angucke, dann könnte ich jetzt auch nicht den gemeinsamen Nenner benennen, aber vielleicht ist es gar nicht wichtig. Wofür bekommt man ihn? Für gutes Aussehen, für... Nein, ich weiß es nicht. Also das, wahrscheinlich hat man irgendwo mal irgendwann mal was geleistet. Ein kulturelles Ereignis wie dieser Abend ist ein friedliches Zusammenkommen, bei dem wir unsere Gefühle, Emotionen und unsere Liebe zeigen können. Wir wurden übrigens...